Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Ich bin es wieder, euer guter alter Colin. Vielleicht haben einige von euch jetzt hier die Ansage erkannt. Vielleicht auch nicht. Irgendjemand hier im Studio, was war das? Ich sehe nur Schulterzicken und zucken und leere Gesichter, keine Ahnung. Wenn es jemand von euch weiß, dann bitte eine Mail an colin@giga.de, denn ich bin mal wieder im Netz gewesen und habe auf Seiten meiner Vergangenheit beziehungsweise auf Seiten gestöbert nach Spuren meiner Vergangenheit und bin auf eine Fernsehserie gestoßen, die habe ich schon Jahre nicht mehr gesehen. Und diese Ansage wurde immer von einer Puppe gemacht. Das ist aber auch jetzt alles, was ich an Tipps geben möchte. Wenn ihr wisst, was es ist, dann wie gesagt an colin@giga.de mal gucken. Vielleicht verlosen wir irgendwas Schönes. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt ja auch keiner drauf. Vielleicht war es so kompliziert. Oder ich habe sogar irgendwas falsch gemacht. Keine Ahnung. Gut, das war jetzt alles in eigener Sache. Jetzt kommen wir natürlich zum Kern der Sendung, denn 360, da wollte ich natürlich wissen, was machst du denn heute, lieber Colin? Heute mache ich mal wieder etwas, was eigentlich überhaupt nicht ein Thema ist, was ich auf der Pfanne hatte, zumindest die letzten 30 Jahre meines Zockerdaseins. Und zwar gehe ich ins Fußballcamp und da sind ja zwei schwergewichtige Lizenzen, die da so gegeneinander kicken und immer versuchen auszumachen, wer ist denn nun die bessere Fußballversoftung. In diesem Jahr gehen FIFA 08 und PES 2008 ebenfalls erstmal mit Jahreszahlen im Namen an den Start um die Fußballkrone. Und ich versuche dem Ganzen mal so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, was denn welche Simulation auf dem Kasten hat. Natürlich werde ich das nicht alleine machen, sondern ich bekomme extrem kompetente Unterstützung aus dem Lager der absolut begeisterten Konsolenkicker bei uns in der Redaktion. Ja, für alle, die sich mal ein kleines Bild davon machen wollen, wie das eine aussieht und wie das andere aussieht, ihr sagt natürlich jetzt, hey, Fußball ist Fußball, das kann doch so unterschiedlich überhaupt gar nicht sein. Vielleicht habt ihr recht, vielleicht auch nicht. Vielleicht schauen wir uns erstmal ein paar Trailer an und fangen an mit FIFA 08. Denn der Kicker aus dem Hause EA, der hat sich in den letzten Jahren ja immer anhören müssen. Das ist eigentlich eher so eine Arcade-Kickerei, die ist nicht so anspruchsvoll. Das ist zwar immer schön präsentiert und hat die Originallizenzen, aber hat spielerisch nicht so viel auf dem Kasten. Das hat sich in den letzten Jahren sehr, 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 sehr stark geändert. Inwieweit man das jetzt in dem folgenden Trailer schon sehen kann, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es ja der Fall. Also, Film ab. EA Sports. It's in the game. FIFA 08 mit dem Versuch, vielleicht PES den Rang abzulaufen, was denn so den Anspruch anbelangt. Was man schon schön gesehen hat, war dieser Be a Pro-Modus. Das ist ein exklusives neues Feature von FIFA. Da kann man sich nämlich eine bestimmte Position quasi aussuchen und auf der exklusiv seine Karriere starten und ordentlich einen loszocken. So viel jetzt zu FIFA. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie sieht denn die Konkurrenz aus? PES 2008, die aktuelle Episode, eigentlich eine Serie, die seit vielen, vielen Jahren in Japan geboren, international mittlerweile wahnsinnig viele Freunde gefunden hat. Denn das Ganze gilt so als das komplexere Fußball auf Konsolen. Bei uns in der Redaktion, da wird eigentlich größtenteils, muss man schon sagen, PES gespielt. Und wir hatten ja auch schon mal ein lustiges Turnier bei Games. FIFA ist ja immer so ein bisschen im Hintertreffen. Oder es kann natürlich auch sein, dass die Leute, die FIFA zocken, sich nicht ganz trauen zu sagen, dass sie FIFA zocken, weil sie wissen, dass die PES-Konkurrenz so gigantisch ist. Wie PES aussieht, kann ich euch natürlich auch ebenfalls in ein paar wunderbar bewegten Bildern schon mal zeigen. Thank you.
Also zumindest der Punkt für die coolere Trailermusik, der geht jetzt schon mal an PES 2008. Das hört sich schon ein bisschen wuchtiger an, aber das reicht natürlich nicht, denn wir wollen ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, zumindest soweit uns das möglich ist, aber eben nachher mit wirklich, wirklich kompetenter Unterstützung hier. So, und dann kommen wir erstmal jetzt windeseilen super flink zum Thema der Woche. Einige von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, ich habe es letzte Woche auch schon angekündigt und einige haben es vielleicht schon in die Tat umgesetzt. Mittlerweile ist es so, dass einige Xbox-Spiele auf dem Marktplatz gegen bare Münze zum Download bereitstehen. Und da würde mich jetzt erstmal interessieren, wer von euch hat denn das schon genutzt? Und was haltet ihr davon? Ist ja im Prinzip eine schöne Sache, das hat ja PlayStation hat das schon schön vorgemacht. Auf der Wii ist es ebenfalls so, dass man sich je nachdem, welches System man hat, beziehungsweise auch welche Art von Spiel man sich runterlädt, schon gegen gewisse Münze eben was holen kann. Und das ist dann mal mehr und mal weniger teuer. Bei der Xbox ist es jetzt so, dass ein Spiel 1200 Punkte kostet. Das entspricht so 14 Euro ungefähr. Und ist natürlich nicht ganz billig. Ich meine, gut, es sind große Titel schon erhältlich. Fable zum Beispiel, Psychonauts oder auch Halo. Das sind keine schlechten Spiele, definitiv nicht. Allerdings bekommt man natürlich auch nur das Spiel in elektronischer Form auf seine Festplatte. Eine Anleitung oder eine Verpackung sind natürlich nicht dabei. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, denn wenn man mal seine Augen offen hält und teilweise auf Wühltischen mal so ein bisschen forscht bei Elektro-Großmärkten oder auch beim Videospielhändler seines Vertrauens nach Gebrauchsspielen fahndet, da kann man schon mal den einen oder anderen Xbox-Klassiker für 10 bis 15 Euro durchaus ebenfalls bekommen, der dann aber natürlich komplett mit Anleitung und Verpackung dann bei euch zu Hause steht und nicht nur auf der Festplatte schlummert. Ich bin auch nicht sicher, wie das jetzt seinen weiteren Weg gehen wird. Das hängt natürlich vom Erfolg ab. Ich habe noch keine Ahnung, wie Microsoft plant, das zu unterstützen, in welchen Abständen wie viele Spiele da nachgeschoben werden. Aber das wird auf jeden Fall sehr interessant, weil sie das sicherlich dauerhaft auch nur dann machen, wenn sich das wirklich lohnt. Und deswegen jetzt meine Frage an euch, was sind eure Erfahrungen mit dem Download? Sagt ihr eben, das ist eine absolute Geldschinderei, da habe ich gar keinen Bock zu. Das ist mir auf den anderen Konsolen schon zu schlecht. Oder eben, ja, das macht dann irgendwann mal Sinn, wenn das Angebot groß genug ist. Wie auch immer, wie eure Meinung ist, immer an 360@giga.de in elektronischer Form geschickt, freue ich mich sehr darüber. Und ich freue mich sehr darauf, gleich ein bisschen FIFA und PES gegeneinander antreten zu lassen mit einem wunderprächtigen Gast. Wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr aber noch ein bisschen dranbleiben, denn jetzt gibt's erstmal ein ganz bisschen Werbung. So, da seid ihr ja wieder. Wenn ihr jetzt uns kicken sehen wollt, dann müsst ihr noch ein bisschen warten. Das dauert noch einen kleinen Moment, denn jetzt gibt's erstmal die News. Und da geht's diesmal prügelgewichtig zur Sache. Denn zumindest in unserer ersten News gibt es eine wirklich tolle Nachricht zu vermelden. Street Fighter 4. Auf der Tokyo Game Show hat Capcom ja einen ersten Trailer zu dem neuen Prügelteil gezeigt. Allerdings hat der Trailer mehr so stilisierte, coole, hippe Bilder aneinandergereiht gezeigt und nicht wirklich, um was es in dem Spiel geht, beziehungsweise wie das Ganze denn aussehen wird auf der nächsten Konsolengeneration. Jetzt hat Capcom zumindest ein paar mehr Infos und auch erste Screenshots zu dem Titel enthüllt. Es soll auf jeden Fall so sein, dass die Kämpfer, das sieht man auch schon auf den Screenshots, wieder aus Polygonen bestehen, sprich, dass es wieder dreidimensionale Kämpfen sind. Aber Capcom hat schon alle Fans der klassischen 2D-Prügelei besänftigt. Das Gameplay als solches wird wieder 2D sein. Sprich, auch wenn es aussieht wie ein modernes 3D-Spiel, soll sich die Hauptaction wieder auf zwei Ebenen stattfinden. Und mit dabei ist auch wieder die coole 6-Button-Steuerung. Das war ja damals bei Street Fighter 2 eine der revolutionären und wirklich coolen Features, dass du 3 Kick-Buttons hattest und 3 Faust-Buttons. Jeweils von schwach über mittel bis stark unterteilt und damit alles Mögliche anstellen konntest. Ein Riesenhit damals, das wird definitiv auch bei Street Fighter 4 wieder dabei sein. Und mit dabei werden auch wieder sein Ryu, Ken, Dalsim und Chun-Li. Das sind 4 Kämpfen, die waren in Street Fighter 2 auch schon dabei, teilweise sogar in Street Fighter 1. Wer noch dabei sein wird, das ist noch nicht klar. Aber Capcom hat ebenfalls angekündigt, dass alle Kämpfen, die auch früher dabei waren, neue Moves bekommen, dass es brandneue Schauplätze gibt, dass das Ganze auf jeden Fall spielerisch definitiv extrem aufgewertet wird. Für welche Konsolen das Ganze erscheinen soll, ist noch nicht ganz klar. Da hält sich Capcom sehr bedeckt. Aber Capcom ist ja bekannt als Multiplattform-Entwickler. Deswegen bin ich eigentlich sehr sicher, dass das Ganze auch auf der 360 stattfinden wird. Die Grafik sieht auf jeden Fall so aus, dass Wii-Besitzer von dem Screenshot überhaupt nichts halten können. Denn das, was ihr da im Hintergrund hoffentlich gerade seht, das wird niemals so auf der Wii stattfinden können. Das sieht eher nach 360 und
oder auch PlayStation 3 aus. Wenn ihr auf dem Laufenden euch halten wollt, dann klickt einfach mal Capcoms offizielle Street Fighter Seite an. Das ist www.streetfighterworld.com. Da wird regelmäßig alles Wissenswerte rund um die Street Fighter Serie geupdatet. So, als nächstes geht's ein bisschen in die Industrie. Und da hat's dieser Tage eine absolute Elefantenhochzeit gegeben. Es ist nämlich so, dass Activision und Vivendi, ihres Zeichens richtig große Publisher, fusioniert sind. Activision kennt man ja zum Beispiel durch Call of Duty, Tony Hawk, Spider-Man und viele, viele, viele andere Spiele. Und Vivendi, die sind vorrangig dadurch bekannt, dass sie die ganzen Blizzard-Spiele publishen, aber auch Crash Bandicoot und sowas haben. Und die beiden haben sich jetzt quasi zusammengetan und heißen ab sofort Activision Blizzard. Und damit ist ihnen ein richtig großer Coup gelungen, denn Activision Blizzard ist ab sofort der größte Spiele-Publisher der Welt und hat damit Electronic Arts, die diese Krone, glaube ich, solange ich zumindest zurückdenken kann, inne hatten, vom Platz 1 verdrängt. Ob diese Nachricht jetzt gut ist oder schlecht, da kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Aber es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach zumindest ein Zeichen dafür, dass es wahnsinnig schwer ist, heutzutage, wo die Spieleentwicklung wirklich zig Millionen kosten, als kleiner Publisher offensichtlich zu überleben. Deswegen gibt's ja immer mehr Leute, die fusionieren. Man denkt ja an Bandai Namco, Sega Sammy, Square Enix. Das sind alles Firmen, die früher mal alleine waren, aber es in den letzten Jahren dann doch gedacht haben wohl, versuch's besser mal zu zweit. Da ist man finanziell offensichtlich besser aufgestellt, hat auch mehr Teams und kann somit auch mehr Spiele rausbringen, um das vielleicht abzumildern. Warten wir einfach mal ab, wie sich das entwickelt, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zu dem Coup. Activision Blizzard, größter Publisher der Welt. Keine ganz schlechte Sache. Ja, und zu guter Letzt habe ich noch zwei Demo-Ankündigungen. Eine direkt für morgen und eine für etwas später. Denn morgen am 13.12. wird zu Burnout Paradise, Criterions hochersehntem Crash Racer, die erste Demo auf dem Marktplatz ankommen. Allerdings, das ist zumindest der Stand bis Redaktionsschluss, nur auf dem US-Marktplatz. Aber ich sehe da keinen Grund, warum das Ding nicht schnellstmöglich auch auf dem europäischen Marktplatz kommen wird. Denn mit Gewalt oder sonst was gibt's da ja keine Probleme. Das ist eine Crash-Orgie, die der USK noch nie wirklich Sorgen gemacht hat. Deswegen wird es bestimmt vielleicht auch morgen schon bei uns auf dem Marktplatz erhältlich sein. Wenn nicht, dann bestimmt kurz danach. Und für Anfang 2008 hat Capcom ebenfalls eine weitere Demo angekündigt, und zwar zu Devil May Cry 4. Eine spielbare Version gibt es dann auf dem Marktplatz zum kostenlosen Download. Und am 4. Februar, passend dazu, startet die Anime-Serie auf DVD. Es gibt eine Devil May Cry Anime-Serie, die insgesamt 12 Episoden umfasst. Da kommt die erste DVD mit 3 Episoden auf den Markt. Und dann in den nächsten Monaten des nächsten Jahres folgen dann 3 weitere DVDs, sodass dann irgendwann bis zum Sommer, glaube ich, alle 12 Folgen bei uns offiziell erhältlich sind. Soll auch eine schöne Special Edition dazu geben. Mehr dazu, wenn es dann soweit ist. Und was es sonst noch Wissenswertes gibt, wie immer an dieser Stelle, im wunderbaren Newsflash. A new era of peace. Tom Clancy's Endwar und täglich grüßt die Front. Echtzeit-Strategiespiele haben auf der 360 einen schweren Stand, was nicht zuletzt an der Steuerung liegt. Doch Ubisoft möchte das müde Genre mit Tom Clancy's Endwar aufmischen. Auf der Seite der Amerikaner, der Russen oder der Europäer tragt ihr den Dritten Weltkrieg aus. Das Besondere, jede Mission soll gegen die KI, kooperativ mit einem Freund oder sogar gegen menschliche Gegner absolviert werden können. Der Fokus soll aber primär auf Multiplayer-Gefechte ausgelegt sein. Strategiefans können sich also das erste Quartal 2008 vormerken, denn dann erscheint das Spiel für die 360. Forza Motorsport 2 – weitere Autos angekündigt. In der letzten Zeit wurde es ein wenig ruhig um die realistische Rennsimulation Forza Motorsport 2. Doch damit ist jetzt Schluss. Die Turn 10 Studios haben ein weiteres Download-Paket bereitgestellt, in dem sich insgesamt 11 neue Autos befinden. Um einen besseren Eindruck von den neuen Rennboliden zu bekommen, schieben die Entwickler gleich noch einen Trailer hinterher. Bleibt nur noch die Frage des Preises zu klären. Für 400 Microsoft Points bekommt ihr die Boliden. Legt ihr noch weitere 100 Punkte drauf, ist auch die Strecke Road America inklusive. Lost Odyssey – neue Trailer aus Fernost. Japaner lachen sich ins Fäustchen. Dürfen sie doch schon Ende des Jahres das opulente Rollenspiel Lost Odyssey käuflich erwerben und somit ihr eigenen. Der Rest der Welt muss noch bis nächstes Jahr warten. Zum Trost wurde nun ein Trailer veröffentlicht, der neben Zwischensequenzen auch Einblicke in das Kampfsystem gewährt. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es aber dennoch nicht. Lost Odyssey soll im Februar 2008 exklusiv für die 360 erscheinen. Two Worlds expandiert. Fans des Rollenspiels Two Worlds bekommen bald Nachschub. Ein Add-on mit dem Namen The Temptation ist auf dem Weg. Zu sehen sind bereits 3 Screenshots aus den neuen Regionen. Der Hersteller verspricht ebenfalls neue Gegner, Antworten auf Fragen, die das Hauptspiel aufgeworfen hat, und eine größere Rolle des Elfenvolks.
Für Insider interessant, das aktive Blocken mit dem Schild wird auch möglich werden. Two Worlds, The Temptation soll im zweiten Quartal 2008 erhältlich sein. Ja, für alle Rollenspielfans auf jeden Fall interessant dran zu bleiben, auch wenn ihr von Fußball jetzt vielleicht nicht so viel haltet, denn wir werden den Lost Odyssey Trailer in voller epochaler Länge am Ende der Sendung natürlich nochmal zeigen, denn der hat es wirklich in sich. So, und jetzt bitte Vorhang auf Nils, wunderbar seines Zeichens, Fußballexperte vor dem Herrn. Bei uns hast du dich bei mir als Gast eingefunden. Ja. Ja, ist doch jetzt vielleicht ein bisschen, nö, passt schon, oder? Ja. Also du bist doch immer schon derjenige, der alle versucht, so ein bisschen zu animieren, die auch eher Fußballmuffel sind, wie ja auch ich. Ja, zum Kicken, zum Virtuellen. Unverständlich, bei uns in der Redaktion wimmelt es von Fußballmuffeln. Das hat überhaupt nichts mit der realen Welt zu tun. Bei uns wirklich interessiert sich kaum jemand für Fußball. Ich verstehe gar nicht, warum. Das ist aber stimmt, das ist wirklich ein bisschen abgefahren, ne? Ja. Das ist auch wirklich von uns Games-Moderatoren, auch die wenigsten wirklich, ja, Fußball zocken. Also, weil ich meine, sonst spielen ja alle alles. Und es ist ja auch so, dass unglaublich viele Leute so im Backoffice bei uns, also die eben irgendwo in der Marketingabteilung oder sonst wo sitzen. Wir haben ja extrem viele Arme, so krakenmäßig, die sich da erstrecken durchs Giga-Gebäude. Und da zocken unglaublich viele PES, habe ich den Eindruck. Ja, also aber in der IT zocken viele, also eigentlich die komplette IT. Das ist ja auch das Geile, die haben ihr Büro, das sind so 4-5 Leute. Und die machen da die Tür zu und dann haben die vorne so eine Sonne und da steht immer drauf, einkaufen, beschäftigt, bla bla bla. Und dann sitzen die da, keiner weiß, was die machen, die zocken nur PS. Kann ich mal verraten, mehr machen die nicht. Ah, egal wo die Sonne steht sozusagen. Ja, dann haben wir noch zwei Praktikanten, den Micha und den Chris. Die zocken gerne PS und ansonsten, also bei uns in der Games-Redaktion eigentlich keiner. Ansonsten. Ja, vielleicht ist das so ein bisschen, weil, also ich kenne das ja auch so. Du hast mich jetzt ja so ein bisschen dahin gebracht letztens mal und es macht auch wirklich Spaß. Aber ich hatte auch diese Vorurteile dagegen, weil ich viele Leute kenne, die das seit Jahren passioniert zocken, dass der Einstieg, na gut, sagen wir mal, der Einstieg ist vielleicht noch relativ leicht, aber dann so diese ersten Schritte, dieses unglaublich komplexe System so Stück für Stück zu erfassen und dann auch zu sehen, wie wirkliche Profis oder richtig gute Leute zocken, dass das halt frustrierend sein kann. Ja, ne? Kann ich absolut verstehen, aber man muss halt, ist auch eine Frage, wie man reinkommt. Ich habe dir angeboten, ich habe dir gesagt, wir machen ein Tour und Tour und ich bin mit dir und kritisiere dich auch nicht, sondern lob dich nur. Und dann wächst du kommst dann peu à peu rein, aber du musst, man muss ja mal anfangen, Qualitätsspiele zu spielen. Stimmt, ja, stimmt schon. Die Zeit ist vorbei, wo ich mir nur die Gurken ausgesucht habe. Jetzt, so. Ne? Ja, wird's Zeit. Gucken wir mal, was. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit FIFA an. Ja, machen wir das. Denn FIFA, zumindest soweit ich mich erinnern kann, ich habe es nie gezockt beides, aber ich habe diesen Konkurrenzgang der beiden Serien natürlich immer verfolgt. Mhm. Der hieß es, FIFA sei immer was für die Leute, die mal gelegentlich kicken wollen. Ja. Da ist der Einstieg extrem simpel, das ist alles so extremes Arcade-Gekicke. Sieht nett out, ist groß und bunt, aber hat nicht wirklich viel zu bieten. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so, oder? Ja, die Zeiten ändern sich ein bisschen. Die beiden großen Spiele nähern sich ein bisschen an. Man merkt das, sind mittlerweile beide sehr professionell, sind auch absolut in diesem Genre einzigartig. Da rüttelt keiner mehr dran. Und es ist ein bisschen anders als früher. Da gab es dann ja auf dem Super Nintendo, gab es schon International Superstar Soccer und dann gab es schon FIFA 1994, waren die ersten, ist schon ewig her. Da waren die Unterschiede noch ein bisschen größer. Mittlerweile, wie gesagt, nähert sich das alles ein bisschen an und FIFA sieht auch, wo sind die Stärken von PS, geht dann auch ein bisschen in die Richtung. Ja, die sind gar nicht mehr so weit voneinander entfernt. Das muss, also witzigerweise, ich habe ewig oder glaube nie in FIFA gespielt, auch auf Mega Drive damals mal. Und ich habe auch so gedacht, nachdem ich jetzt ein paar Mal PES gespielt habe und jetzt FIFA, ja, also abgesehen davon, dass es sich irgendwie ein bisschen anders anfühlt, von den Grundelementen, soweit ich das laie beurteilen konnte, kam mir das alles recht ähnlich vor. Also die Tastenbelegung bis, also quasi, es gibt alles, was es im einen gibt, von Tasten her gibt es auch im anderen irgendwie. Stimmt, mit genau. Individuellen Ausprägungen dann vielleicht genau. Mal. Aber das du sprichst es an, das sind immer dieselben Sachen. Meistens dann hier ist Sprinten, das sind dann irgendwelche Tricks und dann passend freien Raum, Flanke. Normaler Pass, du sauerst eine Brille, ich habe keine Brille, ich bin voll kurzsichtig und ich habe keine Brille. Ach was, ich habe normalerweise auch so Kontaktlinsen, so praktische, aber heute leider nicht. Aber bei Fußball, da verstehe ich natürlich keinen Spaß. Nee, natürlich nicht. Nicht, dass es jetzt irgendwas bringen würde. Ich versuche nur die Zeit herauszuzögern, ein bisschen Niederlage, knallhart auf mich. Ja, wir können ja auch im Team spielen, wir haben ja auch... Wir spielen im Team, würde ich auch sagen, genau. Aber ich will halt irgendwas sehen. Ah, oh, wir senden ja in Farbe. Sachen gibt es, ist ja großartig. Scharf. Ja, scharf auch noch. Ja. So, ich würde sagen, wir zocken jetzt einfach mal aber im Team. Du, das ist Controller 1, wenn du den gerne möchtest. Ja, du, das ist, ich bin da nicht so eitel, also was das anbelangt. Stimmt, du trägst sogar die Brille. Ja, die ist ja wirklich, die hat keinen modischen Wert bei mir. Das geht nur darum, einen möglichst, ich reg mich um Kopf und Kragen, wenn ich jetzt hier von möglichst gute Vorstellungen oder solchen ähnlichen Geschichten
Ja, das ist siehst du, das geht nicht. Okay, das finde ich aber ganz schön, dass man beim Ladebildschirm so ein bisschen rumkicken kann. Ja, wir gehen einfach mal direkt in ein Match rein, würde ich sagen. Stoßen einfach direkt mal an und gehen beide in eine Seite. Ja, wir nehmen aber mal schön den HSV hier, ne? Ja, ist ja so dann Leib- und Magenverein, ne? Kann man das so sagen? Ja, und wir spielen mal gegen, weil die spielen jetzt ja am Samstag gegen Cottbus. Dann kannst du das einstellen oder kann ich das machen? Kannst du das, warte mal. Weil, nee, mach nix. Dann müssen wir mal Cottbus eben lang machen. Da. So. Ja, spielen wir mal gegen Cottbus. Energie. Alles gut, alles wunderbar? Ja. Das ist natürlich wieder ein großer Vorteil, ne? Dass jetzt alle, ja, FIFA hat die Lizenzen immer schon gehabt. Ja, und genau, hat sie auch immer noch. Lass mal kurz den Bildschirm, das kann man hier wunderbar sehen. Das ist nicht nur die Lizenz und damit die Original-Spielernamen und Vereinsnamen, die FIFA voraus hat, sondern auch, ihr seht jetzt oben links das Spielfeld und da seht ihr die Formation. Und das ist tatsächlich die Formation, die der HSV jetzt auch in der Realität spielt. Das ist jetzt eine Vierer-Abwehrkette, zwei Defensive, Jarolim und De Jong. Hinten, das sind diese beiden grünen Punkte im Mittelkreis. Und dann sehen wir da den Trochowski, den Kastelin. In der Mitte den Van der Vaart und ganz vorne die einzige Spitze, der sie dann, mittlerweile ist es der Guerrero oder der Olic, der da spielt. Aber das ist wirklich die Formation, die der HSV spielt. Und wenn man mal guckt, die erste Elf kommt zumindest in etwa hin. Bei PS ist es so, dass nicht nur die Formation nicht unbedingt die richtige ist, sondern dass dann auch zum Beispiel bei Chelsea, wo ein Ballack spielt, der ist gar nicht im Kader. Der sitzt, der sitzt dann quasi auf der Tribüne, man muss den manuell reinpacken. Auch ein Drogba oder ein Shevchenko, zumindest bei der PC-Version ist es bei mir so, sind da nicht mal mehr im Kader, muss man alles manuell dann machen. Achso, also so, als ob die quasi, weil sie eh nur ein paar Lizenzen haben, zu faul waren, die dann auch vernünftig umzusetzen. Ja, die wirken sind, es ein bisschen. In meinen Augen, ich weiß nicht, woran sie, aber in meinen Augen ist die erste Elf, die bei PS aufs Feld geschickt wird, nicht unbedingt nachvollziehbar. Wir können es ja gleich gucken, ich weiß gar nicht, ob genau, ob es bei der 360-Version auch so ist. Aber da, auch da, wie gesagt, ist FIFA ein bisschen näher an der Realität. Das ist ja auf jeden Fall schon mal erfreulich für alle die, die eben großen Wert darauf legen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir haben ein kleines Zeitproblem. Oh, sehr ärgerlich. Das ist auch nicht weiter schlimm, denn wir haben noch diverse Halbzeiten hier zu bestreiten. Und wir können jetzt einfach mal ins Spielfeld begeben. Ja, und gucken, bitte. Zocken uns mal ein bisschen warm. Nicht, also du musst drücken, ne? Ja, aber warum wir gucken uns erstmal ein bisschen hier an, wie denn auch Fußball ihr Geld verdienen. Unter anderem ja mit Werbung. Stimmt. Und da wollen wir natürlich auch was für tun. Und auch für eure Bildung. Deswegen schaut euch diese folgenden Filme, die wir im Auftrag der politischen Zentrale für politische Bildung exklusiv bekommen haben, doch bitte an. So, und jetzt geht's nämlich auch schon knallhart zur Sache. Wir spielen ein Spiel, was eigentlich schon in der Vergangenheit liegt. Nicht von der Qualität her, sondern von... Letzte Woche, HSV Cottbus, wie ist es nochmal ausgegangen? Ich glaube, ich weiß es nicht, ich gucke ja nicht so viel Fußball. Ja, aber bei den vielen Fußballspielen, da kann man sich auch schon mal verdienen. Ja, eben, ist ja jeden Tag ist ja irgendwas anderes. Ist ja nur ein Ergebnis. So, wir fangen jetzt aber an, ihr habt quasi nichts verpasst. Wir starten jetzt direkt in die erste Halbzeit. Hier, nicht die Hand geben. Fangen wir gleich an hier. Oh ja, hallo, oh, ich bin zwei Schauer, Name ist Tom Bayer und neben wer bin ich denn blau? Ich bin rot, Mann, auf jeden Fall. Ja, ich bin blau. Ja. Ich hatte, meine Erfahrungen mit FIFA bisher waren eigentlich so eher die PC-Version, die ich da mal so reingeschnuppert hatte. Die ist nicht ganz so schick wie hier wie die Konsolenversion. Deswegen muss ich da nochmal sagen, hier gefällt mir doch FIFA wesentlich besser, als ich den Eindruck auf dem PC hatte. Und ich finde auch, von den Animationen der Spieler her ist es gar nicht so hässlich. Also es ist eigentlich, ist es nicht ganz schick. Auf jeden Fall. Mir kommt das hier auch auf jeden Fall so von Weitem und auf Klein. Das sieht schon recht geschmeidig und realistisch. Ja, ich meine, ich bin auch kurz, ich muss es tatsächlich dann nochmal sagen, aber ich glaube, das ist wirklich in Ordnung. Die Animationen sind natürlich das eine. Das andere ist die Ballphysik oder wie sich es einfach anfühlt. Ja, ob man einfach denkt, okay, ey, so fühlt sich Fußball an. Das ist natürlich wieder ein anderer Schnack. Ah, schieß, mach ihn rein! Ah! Verflucht! Ah, noch, jetzt haben wir alles verloren. Erst 5 Minuten. Da sind. Ah, wo? Ah, nein, ich voll Hunger. Oh. Honky Honk instead. Oh, da war kein Saft hinter, ne? Ja, die Kommentatoren sind ja auch aus dem echten Leben gegriffen, ne? Auch da legt doch sehr viel Wert immer auf
Ja, absolut. Aber das ist ja bei FIFA nicht anders. Auch die haben eigentlich ganz gute Kommentatoren. Was das vereint ist, wenn du zu oft spielst, nerven die dann auch. Und vor allen Dingen, weil dann, die sind natürlich auch nicht immer hundertprozentig der Situation entsprechend. 1982-83. Ganz genau. Der Bundesliga-Rekord überhaupt und diese Zahl. Ah, verflucht nochmal. Ich meine, schön ist ja, dass man hier die Steuerung frei konfigurieren kann. Ja. Das ist, glaube ich, für dich als PS-Fan, ja. Sag mal eigentlich PES oder PES? Ich habe mich dabei ertappt. Ist eigentlich egal. Ich glaube nicht, dass es da eine Sprachregelung gibt, jeder wie er meint. Ich denke nicht daran, dass es jetzt so wichtig ist. Ja, man weiß ja nicht, kommt die Fußballmafia und. Ja, ich sag PES, aber in der Redaktion sagen auch viele PES. Ja. Gut weggefischt dort. Ja. Was immer noch so ein Problem ist, ich habe mir das auch von dem Akku bestätigen lassen, dem Daniel Akularius, der früher tatsächlich Pro-Spieler war, der FIFA, also professionell gespielt hat, dass es hier immer noch das Problem gibt mit den Flanken. Er sagte, also früher war es ja wirklich so, dass 90% der Flanken bei FIFA zu immer demselben Kopfballtor geführt haben. Da gab es dann so absurde Situationen, jemand läuft ziemlich allein aufs Tor zu, biegt dann ab zur Eckfahne, um eine Flanke setzen zu können. Nein. Ah, gut, dann schauen wir mal. Ah, früher Schuss. Und das ist hier zum Teil immer noch so, er sagte, 60% der Flanken führen dann noch zum Tor, was eigentlich immer noch zu viel ist. Stimmt, da habe sogar ich von gehört, als Nichtzocker, dass das so, dass es da immer so, wie soll man sagen, so KI-Aussetzer oder sowas gab. Ja. Na, das war eigentlich keine KI-Aussetzer, das war einfach so programmiert, wie jedes Spiel, wie auch früher, wenn du irgendwas an die Grenzen der Programmierung getrieben hast und es ausgenutzt hast, dann fallen dann da eben immer dieselben Situationen, dieselben Tore. Das war bei den Vorgängern ganz krass. Und wenn man mal guckt bei den E-Sports-Matches, wenn man sich da mal Replays anschaut, das sind wirklich diese Tore, die dann da auch immer fallen. Das, finde ich, macht das so unattraktiv. Da ist PS deutlich vielseitiger, eben dank auch einer überlegenen Ballphysik in der Vergangenheit. Das hat sich bei diesem Teil auch ein bisschen relativiert. Ja, der sogenannte tödliche Pass, die Möglichkeit. Na, da habe ich mir zu lange gezögert. Hier. Mit dem Fuß noch an den Ball. Ich muss sagen, ich habe ja manchmal das Gefühl, dass das liegt aber natürlich, weil ich zugegebenermaßen wirklich kein Experte bin. Da ist ein Patrice, wollte ich mal ausprobieren, dass mir manchmal der Ball sehr leicht abgenommen wird. Aber ich führe das jetzt mal primär auf mein Unvermögen zurück. Ja, ich glaube bei FIFA zum Beispiel, wenn man erkennt, dass wenn man in der Verteidigung ist, dann kann man sich hier relativ leicht ransaugen. Verdammt. Ja, du hältst also die A-Taste gedrückt und kannst dich dann an den Gegenspieler auch von hinten so heransaugen, ohne dass es unbedingt zwangsläufig ein Foul wird. Bei PS, jetzt auch im neuen Teil, wäre sowas von hinten mit gedrückter Verteidigungstaste an den Spieler rangehen, ganz schnell ein Foul. Und da kommt man also nicht weiter. Da muss man wesentlich mehr mit Stellungsspiel arbeiten. Sprich, den Spieler dann eben auch so angehen, dass man ihn nicht foult. Oh. Glück gehabt. Das ist eben... Also meine Meinung, das ist hier so ein bisschen arcadiger eben noch. Ja. Willst du, aber ich meine, so von der Grundsteuerung, was ich eben gesagt habe, das ist nicht komplett falsch, ne? Also es spielt sich schon so relativ ähnlich. Also wir haben die Aufteilung in die Klassiker, also Flanke, Pass, Schuss, dann natürlich je nachdem, ob ich offensiv spiele, ob ich defensiv spiele, andere Belegungen dafür und so ein paar Tricks, wenn ich die, angedeutet. Ich meine, es gibt noch viel, viel, viel mehr. Das ist schon mal kein gigantischer Unterschied mehr, oder? Das stimmt. Also das kommt natürlich darauf immer darauf an, wie tief man drinsteckt. Für jemanden, der das jetzt zum ersten Mal spielt und vorher nicht so die große Berührung hatte, für den sieht es auf den ersten Blick sehr gleich aus. Mhm. Aber je länger du spielst und je mehr du vielleicht auch eigene Erfahrungen auf dem Feld gesammelt hast, auf dem Fußballfeld, desto mehr siehst du auch die Unterschiede, die einfach, wie sich das anfühlt von den Bewegungen her. Bei PS ist es immer so, wie du zum Ball stehst. Es gibt so Situationen, wenn du in Rückenlage schießt, der geht einfach drüber weg. Oder wenn du mit dem falschen Fuß schießt, dann wird der Schuss eben nichts. Und du musst dir wirklich einprägen, was ist der starke Fuß des Spielers? Wie stehe ich zum Ball? Habe ich Tempo? Schieße ich aus dem Stand? Das sind wirklich Sachen, die sich dann wirklich im Schuss widerspiegeln. Und das sind immer so Sachen, so Feinheiten, die merkst du dann, je länger du spielst. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Denn witzigerweise scheint FIFA da draußen bei euch tatsächlich mehr Fans zu haben als PES. Zumindest dann, wenn man unsere Community Top 5, die wir ja Woche für Woche abfeuern, zu Rate zieht. Denn da war FIFA schon häufiger mal Kandidat, aber ich kann mich nicht erinnern, dass mal irgendeine PES-Episode es bisher geschafft hätte in die Top 5. Vielleicht ist es ja heute der Fall. Ja.
Immer mal wieder dabei, dann wieder draußen. Einen richtigen Stammplatz hat The Elder Scrolls 4 Oblivion nicht. Trotzdem findet das Rollenspiel immer wieder den Weg in unsere Community-Charts. Wäre das Spiel nicht schon letztes Jahr erschienen, in den Jahrestop 10 hätte es sicher auch einen Platz gefunden. Ein Newcomer schafft es diese Woche auf die 4. Mass Effect ist das neue Science-Fiction-Rollenspiel von BioWare. Ein Vote auf der deutschen Website verrät, was den Spielern am besten an Mass Effect gefällt. Knapp 50% voteten für die Story, während immerhin noch 17% das Dialogsystem am gelungensten fanden. Leicht bergab geht es für Assassin's Creed. Das Spiel hat definitiv seine Fans, doch nicht auf allen Konsolen läuft es rund. Im Gegensatz zu den Xbox-Spielern haben die Nutzer der PlayStation 3 vereinzelt Probleme beim Zocken. Performance-Einbrüche und Abstürze plagen so manchen Hobby-Attentäter. Entwickler Ubisoft ist dem Problem jedoch auf der Spur. Assassin's Creed. Call of Duty 4 Modern Warfare. Letztes Mal noch auf Platz 1, nur noch an zweiter Stelle. Obwohl der Ego-Shooter erst seit einigen Wochen erhältlich ist, verkündete das neu fusionierte Unternehmen Activision Blizzard, dass bereits am fünften Teil fleißig gewerkelt wird. Genauere Infos wurden allerdings nicht genannt. Ihr habt entschieden, dass Halo 3 wieder auf dem ersten Platz ist. Kurios, die Automarke Chrysler hat jetzt ein Konzeptcar veröffentlicht, das erstaunliche Ähnlichkeit mit dem bekannten Jeep aus dem Halo-Universum hat. Guter PR-Gag oder ernst gemeinter Ökotipp? Das bleibt vorerst ungewiss. Ja, war jetzt halt nicht wirklich dabei, aber kann man nicht ändern. Aber du bist ja 360-Besitzer ebenfalls. Yeah! Was wäre denn so die Konsole, die du, wo du manchmal das Gefühl hast, verdammt nochmal, die hätte ich jetzt auch gern, weil da Spiel XY oder sonst was rausgekommen ist. Gibt's da eine oder gibt's da ein Spiel? Naja gut, also es gibt ja nur drei Konsolen und PS3 und Xbox sind da ziemlich deckungsgleich. Ich hätte gerne aufgrund des Joypads PS für die PS3. Einfach weil das Joypad meiner Meinung nach dafür besser geeignet ist, wegen des Analog-Sticks hauptsächlich, aber auch eben wegen dieser Schultertaste, die da irgendwie nicht ganz so gut funktioniert. Mhm. Aber dann ist es tatsächlich die Wii. Weil jetzt Mario Galaxy ist ein super Spiel, es kommen mit den ganzen Partyspielen viele Sachen raus, Mario Party sowieso, Sonic at the Olympic Games und demnächst kommt auch noch Mario Kart. Das sind alles Titel, die ich auf jeden Fall gerne spielen würde. Auf jeden Fall, also auch so ein Komplementär-Ding, ne? So wie du schon sagst, ich glaube, ich finde nämlich auch, dass PS3 und 360 da deckungsgleicher sind. Aber ich habe die Frage halt letztes Mal an euch gestellt und wollte von euch wissen, was denn das Spiel ist, was euch quasi den Mund wässrig macht und von Neid quasi erblassen lasst. Und da habe ich natürlich wieder viel Feedback bekommen, zum Beispiel den Markus. Aber der ist ja jemand, der kennt quasi so gut wie kaum Neid, beziehungsweise er kennt ihn schon. Ich habe gerade totalen Schwachsinn erzählt. Er kennt den Neid aus seiner Westentasche. So wollte man sagen. Er sagt nämlich, ich besitze eine Wii und ich bin schon manchmal etwas neidisch auf andere Konsolen. Vor allem bei Bioshock oder bei Skate werde ich grün vor Neid. Jedoch sind mir zwei Spiele keine 300 Euro für eine Xbox 360 wert. Das ist halt die Frage. Ne? Wann kommt dieser Punkt, wo es dann kickt und man sagt, ach, scheiß doch drauf. Bausparvertrag, wer braucht das denn noch? Ja. Jetzt wird hier geknackt, ich will endlich wieder schon zocken. Ja, wie gesagt, das sehe ich auch so. Ich habe auch keine Wii, weil bisher hat sich das für mich nicht so orientiert. Aber wenn irgendwann die Spiele spielen, die eine Wiederspielbarkeit haben, wenn die irgendwann kommen, weißt du, die man dann, wie Mario Kart eben, dann wird es irgendwann... Ist heikel, aber ich glaube, als reiner Wii-Spieler ist man da auch ein bisschen, das ist schon ein bisschen schwierig. Aber der Lukas zum Beispiel, der ist 360-Besitzer und der schreibt mir Folgendes. Ich bin seit Dezember 2006 stolzer Besitzer einer 360. Nachdem meine alte PS2 ausgedient hatte, musste ich mir entscheiden, was denn nun für ein Unterhaltungssystem ins Haus soll. Mein erster Beschluss war eigentlich eine Nintendo Wii, doch da die zu der Zeit erschienenen Release-Titel nicht so prächtig waren und die PS3 zu dem Zeitpunkt noch unverschämt teuer war, wurde es dann doch eine 360. Doch ich muss leider sagen, dass diese Entscheidung in den letzten Monaten ziemlich auf die Probe gestellt wurde. So gibt es etliche Spiele, die ich nur zu sehr auf meiner 360 vermisse, beziehungsweise vermissen werde. Hier die wichtigsten. Ratchet & Clank, Final Fantasy 13, GT5, ein neuer Jack & Dexter Teil, falls einer kommen sollte. Lea hat trotz der mäßigen Bewertung einfach genau meinen Geschmack getroffen. Sowie last but not least Tekken 6. Ja, das ist glaube ich aber auch jetzt so der, das ist der klassische Fall, dass es irgendwie Exklusivtitel sind, die einem dann sagen, oh Mann, ich muss das System auch noch haben. Weil es gibt dann vielleicht eben sehr viel Deckungsgleichheit, gerade bei diesen Multisystementwicklungen. Aber dann eben so Titel, wie du gerade genannt hast, wie Final Fantasy zum Beispiel, das kannst du dann halt nur auf der PS3 zocken. Sau ärgerlich. Ja, ist wirklich tatsächlich sehr ärgerlich. Aber die PS3 wird ja irgendwann ein bisschen billiger und...
Ja, da hoffen wir mal. Also, das wird alles irgendwann mal billiger, aber so billig, dass man dann wirklich sagen kann, ist ein Taschengeldpreis, schwere ja, Sache. Ich überlege gerade nochmal, machen wir noch einen hier? Schnell, ja doch, der Daniel. Daniel Batonik schreibt mir nämlich Folgendes. Hallo, ihr wolltet wissen, bei was für Spielen ich es schade finde, dass sie nicht auch auf jeder oder auf meiner Konsole gibt. Ich habe jeden Teil von Command & Conquer auf der PlayStation 1 gespielt und fand es echt schade, dass auf der PlayStation 2 kein Nachfolger erschien. Seit einiger Zeit habe ich eine PlayStation 3 und finde es unfair, dass es auf der Xbox 360 Command & Conquer 3 gibt und auf der PlayStation 3 nicht. Findet man immer irgendwas, ne? Habe ich auch gezockt auf der PlayStation 1 damals, Command & Conquer. Ja, das ist an mir vorbeigegangen. System-Link-Kabel und dann mit zwei Fernsehern. One-on-one. Das war cool. Das stimmt, das war übrigens sowieso geil. Das wurde ja, ich glaube, irgendwann haben die da diesen System-Link-Port auch eingestampft bei Sony. Den gab es irgendwann nicht mehr, weil der angeblich zu wenig Spielunterstützung bekommen hat. Ja, das wurde sehr vernachlässigt. Genau, aber es gab so ein paar Titel, da war das phänomenal. Formel 1, der erste Formel-1-Titel, der damals so grandios ausgesehen hat, das war wirklich so ein Kinnladenklapper. Der ging auch, glaube ich, über System. Link und Command & Conquer, da gab es dann auch eine Maus noch dazu, konnte man sich noch kaufen, gab es damals. Ja, da war das mit der Auflösung auch noch nicht so problematisch wie heute, ne? Ja. Da ging das noch beim ersten Teil. Auf jeden Fall eine schöne Sache oder auch nicht, je nachdem, welche Konsole man hat und dann eben neidisch über den Tellerrand blickt. Vielen Dank für eure Meinung zu dem Thema, ist immer wieder sehr schön und ich bin wirklich so froh, dass ich sagen kann, ich habe alle Systeme. Aber muss ich ja auch, ne? Als Konsolenmensch bei Games, da gehört es ja zum guten Ton. Ja, muss man alles im Haus haben. Ja, aber wenn ihr wissen wollt, wie ich mir das eigentlich alles verdient habe, dann schaut jetzt mal ganz genau bei der Werbung zu, denn ich habe das Gefühl, mein Sparschwein wird gerade wieder ein bisschen dicker. So, jetzt hatten wir FIFA, jetzt hatten wir viele andere Sachen, aber jetzt ist natürlich Zeit, endlich der Frage nachzugehen, ob FIFA oder PS besser oder schlechter oder anders vielleicht auch einfach nur ist, um das mal ganz salomonisch hier auszudrücken. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das, worauf wir uns einigen sollten, das ist damit wir niemanden verärgern. Aber gucken wir mal, ob dieses anders dann auch wirklich angemessen ist, denn wir sind jetzt in PS drin und schauen mal, wie es denn bei den Menüs schon mal aussieht, so ganz am Anfang, so ganz rudimentär. Also was man hier natürlich als erstes sieht, ist, dass die Logos der Ligen nicht unbedingt die Originallogos sind, oder auch einige fehlen, natürlich ganz prominent die Bundesliga, die gar nicht dabei ist, nur vertreten durch Bayern München, die einzeln lizenziert worden sind. Keine Bundesliga da. Und unten siehst du kannst zum Beispiel, wenn du auf die englische gehst, das da unten ist die spanische. Da siehst du, sind jetzt, glaube ich, auch nicht alle lizenziert. Zum Beispiel Chelsea London ist lizenziert, das wäre jetzt zwei nach links. Ja, die könntest du ja theoretisch mal nehmen, da spielt der Ball auch. Da können wir ja gleich aufwachen. Achso, guck mal. So, jetzt können wir einen Gegner, sollen wir die Bayern nehmen oder? Wo sind die Bayern? In welchen muss ich einfach mal auf andere Ligen gehen. Eins, warte. Ah, nee, warte links, mal. Links. Kannst du auch einfach drücken und dann mit den L-Tasten. Das ist vielleicht leichter. Da? Nee, Quatsch. Einmal einen runter, einmal. Ah, ja, okay. Jetzt andere Ligen A. Und jetzt kannst du. Da ist Bayern gleich. München. Bayern München ist lizenziert, wollen wir das machen? Ja, nimm so. Okay, machen wir das. Großartig. So. Trikots sind okay, ne? Verwechslungsgefahr nicht gigantisch. Da sieht man auch wieder natürlich viel weniger Originalstadien. Wir haben gerade, als wir Hamburg genommen haben, auch dann in der HSH Nordbank Arena gespielt, ehemals AOL, ehemals Volkspark Arena. Man hat es auch gehört, HSV und so, wie gesagt. Ja, was ist denn hier von echt? Ist der von irgendwas echt jetzt? Ich glaube, da sind ein paar Stadien bei, auf jeden Fall. Ich glaube, San Siro ist dabei. Kannst ja mal durchklicken. Stadio, Tore Ferme. Ich weiß gar nicht, ob die alle... Konami-Stadion, ja, das gibt es tatsächlich in Tokio. San Siro. Ach komm, nimm mal San Siro, oder? Ja, nimm mal San Siro. So, hier gehen wir natürlich erstmal, klar, die üblichen Einstellungen, 10 Minuten Matchlänge und machen wir einfach mal. Ja. Ist irgendwas, wo du jetzt sagen würdest, nee, schalt das bitte mal um? Ja, das ist auch immer Geschmackssache. Ich zum Beispiel mag Form nicht auf Zufall, weil wenn man dann One-on-One macht, dann ist das immer so ein Random-Faktor, der da reinkommt. Deswegen, genau, finde ich normal immer besser. Elfmeterschießen finde ich auch nervig, weil es einfach nur Glück ist. Spiele ich lieber noch ein Spiel, bevor ich die Entscheidung mit Elfmeterschießen... Wir machen es aber rein. Ich glaube nicht, dass wir so weit kommen, aber es könnte ja unterhaltsam werden. Ja, So, bestätigen und gehen auch rein. Und jetzt, guck mal, jetzt können wir gucken, das ist das Interessante. Wenn du mal jetzt zum Beispiel mal die Aufstellung anschaust von Chelsea, da ist der Ben Heim hinten in der Abwehr drin, da fehlt der John Terry, der natürlich als Kapitän gesetzt ist, der Lampard ist mit drin, aber der Ballack ist nicht da. Wenn du mal auf Spielerwechsel gehst, zwei nach unten, zack, und jetzt gehst du mal da runter, dann wirst du sehen, zum Beispiel der Pizarro ist gesetzt. Der Pizarro ist so schlecht, der kam von Bayern, dass der jetzt quasi aussortiert wird bei Chelsea. Und wenn du mal runtergehst, siehst Wollen wir aussortieren? Ja, sollten wir. Wenn du mal weiter runtergehst, siehst du da wirklich prominentere Namen. Ja, sogar Namen, die ich kenne teilweise. Genau, wie den Shevchenko, wie den Ballack. Wollen wir den mal reinnehmen? Ja, auf jeden Fall, der Ballack muss rein. Das ist ja, glaube ich, schon drin.
Hast du ihn markiert? Er wird automatisch auf seine Position gesetzt? Nee, nee, eben nicht. Du müsstest jetzt anklicken, werf ihn raus. Aber würde ich sagen, nehmen wir mal hoch. Ach doch, da ist er. Ist schon drin. Ja, ja, ist gemacht. Ist im aktiven Kader. Ja, das ist perfekt. Und Shevchenko ist drin. Drogba ist jetzt auch drin. Was hast du gemacht? Tja, Magic Finger. Ist aber alles gut jetzt. Nee, Terry ist auch so. Was hast du denn gedrückt? Also ich bin auf Ballack gegangen und habe X gedrückt für Spielerwechsel und dann ist er automatisch dahin gerutscht, wo er, glaube ich, hingehört. Ey, jetzt habe ich das gerade nicht gerafft. Jetzt muss ich mir, wann wird die Sendung wiederholt? Livestream, jetzt ganz, ganz schnell. Ah, nee, ist ja, ach, Blödsinn, wir haben ja keine Live-Sendung mehr. Ich weiß gar nicht. Ja, oft genug. Vielleicht habe ich jetzt ein Spiel unrecht getan, du hast gerade irgendeinen Knopf gefunden, den ich nicht kenne, weil das ist ja, trifft es ja schon eher. Ja, ist doch fantastisch. So einfach, so leicht kann man es hindern. Das ist schön, dass ich jetzt noch glücklich gemacht habe. Oder habe ich das mal auf dieser Xbox gespielt und habe dann, irgendwas gespeichert? Du meinst, jetzt wollen sie die gespeicherte Traumaufstellung aktivieren? Weiß nicht. X? Aber gut, also jedenfalls habt ihr gesehen, das war von Anfang an nicht so. Oder habe ich mich gerade getäuscht? Nee, es war nicht so. Es hat sich schon was geändert so, ne? Dadurch. Ja, aber vielleicht ist das so, nee, der Ballack, der mag den Makrele nicht und deswegen muss er abgeben oder was. So, ich bin Blaui Blaumann. Ja. Hier neige ich auch irgendwas manchmal. Ach, die Steuerung, natürlich. Ja. Ich dachte nämlich auch gerade, jetzt würde ich auch lieber eigentlich mit dem Digital. Ja, das ist natürlich auf Xbox das Ding, dass man mit diesem Analogstick einfach nicht diese präzise Steuerung hat, die man mit dem Dings hat. Mit dem PS3-Joypad oder PS2. Oh! Ach! Ja, aber war schön gemacht von dir. Ja, ich habe nämlich gerade gemerkt, ich bin es auch, wenn man das so nennen möchte, es ist fast peinlich, das zu sagen, aber ich bin es ja auch eher gewohnt, mit dem PlayStation 2-Pad zu spielen. Nein, das wollte ich eigentlich nicht, aber egal. War gar nicht so schlecht. Hast du ihn ja fast reingefasst. Ja, aber das war aber auch echt so ein Streichelball. Schauen wir es mal kurz an. Ja. Aber mir kommt das jetzt so von den Animationen insgesamt ein bisschen weniger natürlich vor als FIFA. Das mag auch daran liegen, dass es leicht ruckelt. Was ja auch unerklärlich ist, dass die Replays ruckeln. Ja. Weil so viel ist da nun wahrlich nicht los. Ja, das meine ich auch. Also ich finde die Animation bei FIFA auch jetzt wirklich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Und was ich zu PS leider sagen muss, die haben natürlich mit diesem Teil versucht, zum ersten Mal nach jetzt der Xbox-Version vom letzten Jahr Next Gen zu gehen. Und das auf verschiedenen Plattformen, sprich 360, PS3 und PC, die untereinander nicht kompatibel sind übrigens. Und ich glaube einfach, dass sie sich noch ein paar Monate hätten Zeit nehmen sollen. Das Spiel ist meiner Meinung nach nicht wirklich fertig. Und das sieht man zum Beispiel auch gerade am Online-Modus. Da kann ich überhaupt nicht aufhören zu meckern. Ah, was war das denn? Was war das denn? Der Online-Modus? Ja, den Online-Modus, der hat bei dir schon gemacht. Oh, das bist du. Ja. Schnell wieder zurück. Zum Vergleich, FIFA ist online mit bis zu 5 gegen 5 spielbar, in verschiedenen Modi. Es gibt dann ja auch diesen Modus, wo man nur diesen einen Spieler übernimmt auf dem Feld. Das ist wirklich dann sehr gut. Bei PS ist das eine Riesenkatastrophe. Da wurden jetzt zwar Purple Patches nachgereicht, aber das ist vorher eine Katastrophe gewesen. Man konnte de facto online eigentlich nicht spielen. Und das finde ich aber ganz witzig. Nein! Er hätte ein bisschen weniger. Ja, da war ich zu. Pass auf, eins muss ich noch sagen, das ist ja der eigentliche Skandal. Dieses Spiel entfaltet ja seine Tiefe eigentlich erst bei einem 2-on-2, weil du dann eben nicht auf die KI, die zwar verbessert ist, aber immer noch nicht einen menschlichen Mitspieler ersetzt, angewiesen bist. Sprich, diese Laufwege und so weiter, du kannst nicht richtig miteinander abstimmen, kannst es trainieren. Das ist gar nicht mehr möglich, weil du kannst nur noch One-on-One zocken. Und das ist affig, das ist einfach schlecht. Wenn ich darüber rede, rege ich mich schon wieder auf, weil das diesem Spiel ganz viel Flair nimmt. Und das ist wirklich sehr schade. Aber das ist wirklich merkwürdig, ne? Weil ja mittlerweile ist ja online, sollte kein wirklich neues Experiment mehr sein. Nein, vor allem, ich meine, wann gab es das Battle.net, das vor 15 Jahren schon reibungslos funktioniert hat und jetzt kommt PS und liefert dann sowas ab. Jawohl! Yay! Großartig. Da gehen sie in Führung. Fantastisch. Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt mal ganz kurz unterbrechen, denn wir haben noch was anderes Spektakuläres. Dafür lohnt es sich jetzt ausnahmsweise mal kurz die Pause zu machen. Denn wir haben es von den News schon kurz gesehen, Lost Odyssey. Ein Rollenspiel vom Final-Fantasy-Erfinder, was für die 360 exklusiv kommt, im Frühjahr, ist mit einem wunderbaren neuen Trailer versehen worden. Und Fantasy Quest aus Fernost ist immer gern gesehen in dieser Sendung. Und deswegen bitteschön, Lost Odyssey, die neuesten und heißesten Bilder. Zeta. 迎え撃つぞ。
俺はお前のこと覚えている。どんなにお前を愛していたか覚えている。 女王が恋をしてはいけませんか。 Understand how deep it goes. Sedo! But I know how I feel, what I hold deep in my heart. 私の息子だよ. There's just no way to stop this. It's hopeless but true. I feel this love more than anything. So what more can I do? 神かよ。 Nicht schlecht. Also Lost Odyssey freue ich mich auf jeden Fall drauf. Auch wenn jetzt einige Vor-Previews schon so ein bisschen gesagt haben, naja, ist ein ganz, ganz bisschen rückständig. Aber egal, ich freue mich trotzdem drauf, denn das sieht phänomenal fett irgendwie aus und ich mag den Stil. Aber Geschmackssache. Aber ich glaube, wenn ich zumindest den Mails, die mir so tagtäglich einflattern oder Woche für Woche oder Monat für Monat oder auch nur einmal im Jahr glauben darf, dann gibt's auch zumindest einen Fan da draußen, der auch sehr, sehr viel Spaß an dem Spiel haben wird. Ja, oder was Hartmut? Ich bin nicht mehr ganz sicher. Herbert. Oder? Heinrich. Hochi. Ja, großartig. Wir spielen jetzt noch ein bisschen PES weiter. Ja, bitte, komm. Denn wir wollen es natürlich bei dieser 1:0 Top-Führung, wollen wir uns noch nicht zurücklegen. Nee, wir wollen hier richtig eine Klatsche verpassen. Spielst du das eigentlich digital oder analog hier? Also hier spiele ich jetzt analog. Was aber primär wahrscheinlich an einem Kreuz liegt. Das liegt einfach an der Architektur des Pads. Bei einem PlayStation-Pad spiele ich auf jeden Fall digital. Und das ist auch der Ort, wo jetzt hier das Analog-Pad, der Analog-Stick liegt. Und aber hier, das ist, weiß nicht, mit dem Xbox-Pad, wie gesagt, komme ich nicht klar, spiele ich dann eben damit analog. Jetzt versuchen sie das Spiel auseinanderzuziehen und es ein bisschen schneller zu machen. Ah! Ist wirklich auch ein Kreuz mit diesem Pad, das muss man sagen. Ja. Das ist Digi-Kreuz. Das ist so ein super Pad, wirklich. Gibt's überhaupt nichts zu jammern und zu meckern. Ja, aber halt nicht für dieses Spiel. Das ist, ich finde es auch super. Es liegt toll in der Hand für jedes Spiel, für Shooter überragend, aber eben nicht für PS. Gute Arbeit der Verteidigung. So, jetzt noch mal ein bisschen hier. Hey, 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 hey. Yay! Dieses passende Lauf, das habe ich noch nicht so ganz verinnerlicht. Ja, aber super. Nein! Oh! Ich hab doch gedrückt! War das jetzt irgendwie... Ja gut, die setzen ja oftmals auch nur erst dann um, wenn's geht. Ja, das ist der One-Timer. Da musst du, oder während der Ball unterwegs ist, eigentlich schon die Schusstaste drücken. Das funktioniert, ist Pech gewesen jetzt. Aber das war aber eine sichere Bank, deswegen ärgert mich gerade so ein bisschen. Nächstes Mal geht er rein. Uff. Yay! Jetzt muss er ins Spiel. Jawohl! Yay! 2:0. Großartig. Das macht so Spaß. Ja, also, wirklich, das ist im Gegensatz zu anderen Spielen, das ist bei so einem Fußballspiel wirklich extrem befriedigend. Ist ein Erfolgserlebnis. Ja, also viel schöner als meinetwegen teilweise so einen popeligen Bossgegner zu besiegen. Wenn du hängst und wirkst und dann irgendwie ein Kick und zack ist das Ding drin. Wenn meine Einladung folgst und wir zocken irgendwie mal Tour und Tour gegen Eddie und Dennis zum Beispiel, es gibt nichts Geileres als gegen Eddie zu gewinnen. Ja, weil das multipliziert sich immer mit seinem Ärger, die Freude. Großartig, ja. Und wenn du dann so steht 0-0 und in der 90. Minute schießt du aus 30 Metern den Ball in den Winkel, spätestens dann habe ich dich. Wenn dir das okay, ja, ja, ja. Also, so jetzt vom. Also, wir wollten ja kein Fazit abgeben. Das hatten wir ja schon so salomonisch eigentlich beschlossen. Aber mir persönlich macht jetzt aus dem Bauch heraus, oh Gott, wie kann ich das, bringt man so einen Satz vernünftig zu Ende, ohne irgendwie die halbe Menschheit auch gegen sich aufzubringen. PES macht mir schon ein bisschen mehr Spaß. Ja, aber das kannst du ja auch sagen. Also du sagst ja, das ist ja genau der Punkt. Jeder hat das wirklich empfinden, was macht mir mehr Spaß. Es gibt genügend Leute, die FIFA besser finden, viele Leute finden PES besser und du spielst eben das, was dir persönlich besser gefällt. Das ist, glaube ich, auch das Fazit, was man stehen lassen kann, ohne jemanden anzugreifen. Ja, auf jeden Fall. Denn wenn man sich die reinen Wertungen anguckt, dann sieht man schon,
FIFA hat unglaublich nachgezogen. Also es gab da schon mal so Zeiten, wenn man das mal den Zeitungsschnitt genommen hat von vor vielen Jahren, da war das immer deutlich davon entfernt. PES immer so 90er oder die Vorgängerserien und das andere dann im 70er Bereich. Aber mittlerweile, das nähert sich wirklich deutlich an. Da sind auch mittlere, hohe 80er Wertungen durchaus so die Norm eigentlich. Ja. Ist eine schöne Sache. Macht auf jeden Fall beides großen, großen Spaß. Und hier sind sie nochmal für alle, die sie nicht kennen. Ja. Also präsentationsmäßig würde ich jetzt sagen, sie liegen die beiden Dinge auch nicht so weit auseinander. Es fehlen ein paar Lizenzen, aber im Großen und Ganzen, auf den ersten Blick, sieht es schon relativ ähnlich aus. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Wir können ja gucken, dass wir die zweite Halbzeit einfach noch beenden. Ach nee, wir haben ja keine Zeit, wir sind jetzt Games rüber jetzt. Ach nein! Verdammt nochmal, ja, der Mensch war im Studio. Wir haben Games jetzt. Ja. Selbstverständlich. Da gehen wir eben nach nebenan. Ja, ja, los. Schön, dass du da warst. Wir gehen schnell rüber. Wir sehen uns gleich wieder. Bis in ein paar Sekunden. Mach's gut. Tschüss.